Willkommen zu BahnTV Zeitgeschichte. Der Beitrag, den wir Ihnen heute zeigen, ist schon fast ein Spielfilm. Erzählt wird, wie ein Bundestagsabgeordneter aus dem Hunsrück im IC-Restaurant mit einem bayerischen Bürgermeister aus dem Chiemgau konfrontiert wird. Klar, da prallen Welten aufeinander. Die beiden gehen eine etwas bizarre Wette ein. Der Bundestagsabgeordnete, gespielt von Ernst Hilbig, geht ausgerechnet mit der Bahn auf Wolpertinger Jagd. Das ist das bayerische Urvieh schlechthin. Die skurrile Jagd zeigt ganz nebenbei die schönsten Landschaften Bayerns. Verzeihen Sie bitte. Ich bin schon ganz woanders, dabei bin ich noch gar nicht losgefahren. Auch die Kunst des Wolpertingers, Stachelhaare gegen seine Feinde abzuschießen, ist nun kein Geheimnis mehr. Sein Streben, er sucht die Höhen. Es ist eine ursprüngliche, elementare Unruhe, die ihn treibt. Oh, wo ist er her? Dabei wird er nur allzu oft Opfer seines Liebesdranges. Ah. Sagen Sie mal, wo haben denn Sie Ihre Augen? Na, das könnte man ja auch ein bisschen netter sagen. Ich weiß gar nicht, warum der Herr aus Bayern so unter Dampf stand. Na, schließlich habe ich ja auch nicht aufgepasst. Ich war ja schon in Bayern mit meinen Gedanken. Denn nur da konnte ich ihn finden. Und ich brauchte ihn unbedingt für meine wissenschaftlichen Studien. Koffer, Tasche, Mantel. Na, Gott sei Dank waren meine Fallen ja schon unterwegs. Mit der Bahn. Oha. Fräulein, bring uns mal Frühstück, aber mit Bier. Ach bitte, Fräulein, bringen Sie mir doch auch ein Frühstück, aber mit Kaffee. Vielversprechend dabei ist auch der Einsatz von Sexuallockstoffen. Wobei zu berücksichtigen ist, dass der Wind die Düfte forttragen kann. Auch das Ultraschall-Echolot sollte bei der Wahl... Fräulein! ...sollte bei der Wahl der Fangmethoden nicht unberücksichtigt bleiben. Noch ein Bier! Ein Wahnsinniger. Es muss ein Wahnsinniger sein. Allerdings, wenn beim Echolot das brüchige Gestein der Alpen sich für... Papa! Papa! Sag mal, gibt's in Bayern Seeschlangen? Ja, aber nur im Fasching. Lieber Nachbar, fahren Sie zur Kur? Nein,
beschäftige mich mit der Evolutionsbiologie. Ist bei der Darwin wüsstet. Ich suche für meine Doktorarbeit das letzte noch fehlende Mitglied in der Familie der Mustalidea Mustalidea. Was? Mustalidea, der Marder-ähnliche. Ich glaube, ich fahre. Irlinger, Bürgermeister von Übersee. Von Übersee? Am Chiemsee. Ach, am Chiemsee. Mierscheid, Jakob Maria Mierscheid. Ich bin Schneidermeister und MdB. Ja, der Mierscheid. Ich, ja. MdBler. Ja. Sind Sie der mit dem Hund? Bitte, das ist kein Hund, das ist ein Neufundländer. Der passt auf meine vier Kinder auf. Revolutionsbiologie. Evolution, naja, das ist... Ja, wollen Sie vielleicht einen Wolperdinger fangen? Ganz richtig, ja. Ich möchte einen Wolperdinger fangen. Deshalb fahre ich ja nach Bayern. Einen Wolperdinger möchte fangen. Wolperdinger fangen? Einen Wolperdinger. Und wie, wenn man fragen darf? Mit einer Falle. Ich habe mehrere Fallen mit. Mit einer Falle. Gelingt Ihnen nie. Na, dann möchte ich aber wetten. Schauen Sie, mein Großvater hat schon versucht, mein Urgroßvater hat es versucht, mit Bienenwachs, Melissengeist, bei Voll- und Neumond und... Haben Sie gerade wetten gesagt? Richtig, ich sagte gerade wetten. Das gefällt mir. In David, da schlage ich ein. Er meinte, ich sei wahnsinnig, dass ich nicht lache. Er ist wahnsinnig, größenwahnsinnig. Er hat sie alle eingeladen, das Seniorenpaar, die Hamburger Familie, einfach alle. Das bleibt dabei, gell? Wir treffen uns am ersten Sonntag im August. Ort der Ausrichtung bzw. der Hinrichtung ist die Bahnhofsgaststätte in Bergen bei Übersee. Falls der Abgeordnete mir scheint, ein lebendiges Wesen aus den Spezies der Wolperdinger präsentiert. Ja, so habe ich die Wette verloren, du musst das Fest bezahlen. Falls aber er verliert, dann muss ich bezahlen, der Herr MdB. MdB heißt mit dem Bargeld. Weha, was hast du dir da? Ja. Ach so? Ja. So schön, ja. Naja, also, so, was denn? Ihre Telefonnummern habe ich alle, ich melde mich dann von unterwegs. Na, das Wolperdinger-Buch, das brauchen schon Sie. Zum Fangen und zum Identifizieren. Nein, ich habe das ja im Kopf. Also, alles Gute. Alles Gute. Ja. Alles Gute. Er hat's im Kopf? Naja, wo er recht hat, hat er recht. Also Schicksal, so nimm denn deinen Lauf. Als wir uns in München auf dem Bahnhof Adieu gesagt haben und alle weiterfuhren zu ihren Urlaubsorten, da haben sie versprochen, mir zu helfen. Mit Tipps und mit Anrufen von unterwegs, falls sie etwas Wolperdinger-mäßiges erfahren. Ach, Lore, sind Ferien nicht was Wunderbares? Ja, Ingrid, ich teile deine Begeisterung. So, und jetzt besorge ich mir erst mal ein schönes, frisches Bier. Das ist eine Bildungsreise, Ewald, aber keine Bierreise. Wartet! Mensch, wartet doch! Ich bin gleich soweit. Für Langschläfer gibt's kein Erbarmen. Ach, du kommst gemein. Du kannst doch nicht einfach ohne mich gehen. Du, wir sind ja unten am Strand. Wir warten auf dich. Ach, Tommy, jetzt mach dich doch nicht immer so schwer. Ach, Elisabeth, lass doch das gehen. Ach, du bist immer viel zu gutmütig. Ja, ist doch wohl laut. Was ist denn mit euch? Ihr seid ja Schiffsbrüchig. Ja, ihr seid ja schwer in Seenot. Sollen wir euch retten? Nee, danke, es geht schon. Passt bloß auf, dass ihr nicht in mir scheint Seeschlangen fallen, fallt. Seid vorsichtig. Was ist der hier aus? Kommt, wir retten euch. Kommt, mach, ihr beiden verunglückt langsam. Ja, Veronika, steig auf. Ja. Gut.
komm, mein Mädchen. So. Komm. Gut. Ah. Ah. Ja. Wir hätten dem Mierscheid aber von der Wette abraten sollen. Ne? Aber wieso denn? Du hättest mal die Zeichnung von dem Ding gehen sehen sollen. Sobald sich da irgendwas bewegt, schnappt die Falle zu. Weißt du, das geht nämlich so. Der Greifer zieht den Wolpertinger in den Fallenkasten, dann saust der Schlagbügel nieder und zack, sitzt er in der Falle. Scheint mir doch eine sehr günstige Stelle zu sein. So. Auf. Und jetzt kann er kommen. Wolpertinger. Oh nein! Meine Falle! Ja! Malore. Wie ein Wald, der im Wasser schwimmt. Ein kühnes Sprachbild. Nun guck doch mal. Ich lese doch gerade über Herrn Chiemsee, da kann ich doch nicht gucken. Könnten Sie sich denn vorstellen, dass in diesen Breitengraden Wolpertinger leben? Was für Dinger? Wolpertinger, hier leben. Das glaube ich nicht kurz. Nicht? Aha. Aber wenn welche auftauchen, müsste man doch mit einer solchen Falle eine Chance haben. Wer? Ja? Mir. Das sollte eigentlich mein Köder. Naja, aber gestern war ich im Karwendel, da habe ich auch keine angetroffen. Das glaube ich da. Das glaubt er. Und im Nebelhorn, ich meine, auf dem Nebelhorn, wären da eventuell welche? Schon gleich gar nicht. Schon gleich gar nicht. Aber wo in aller Welt könnte ich denn Wolpertinger finden? Probieren Sie mal am Königssee. Am Königssee? Ja. Und Sie glauben, da fange ich einen? Das glaube ich nicht. Naja, also die Auskünfte der Einheimischen waren doch recht vage. Und auch die Anrufe meiner Wettfreunde aus dem Zug hatten mich noch nicht weitergebracht. Nur meine Bahn, die brachte mich überall hin. Mich und meine Fallen. Meine Wettfreunde hatten es schöner. Die hatten Urlaub. Und ich opferte meine Parlamentsferien der Jagd. Ja. Ewald? Ja. Bitte den Kunstführer. Ja, so, da hast du schon. Spitzebögen sind doch gut. Gott, entschuldige bitte, das hättest du natürlich wissen müssen. Ja, das Geschnörksel ist selbstverständlich Rokoko. Rokoko, Ewald, doch nicht Rokoko. Ja. König Ludwig würde sich im Grabe umdrehen, wenn er das hören würde. Ewald. Das muss man sich einmal vorstellen, mit der Bahn ins Gebirge fahren zu wollen. Mit Zug. Na also bitte, Herr Bürgermeister, nichts gegen unsere Bahn. Und dann habe ich ihm gesagt, dass mein Großvater mit Bienenwachs und mein Urgroßvater mit mir Wissenschaft abgegangen ist. Also, das hat er gern. Alles hat er gern. Und dann habe ich gesagt, Herr Mierscheid, und habe mir so angeschaut.
Ja, mir scheint, hab ich gesagt zu ihm, nicht? Aber es geht doch noch eine, oder wie? Ja, freilich! Ohne, 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 aus auf die Rechnung von den Herrn Mierscheid, gell? Das gibt der Herr hat die Wette jetzt schon verloren. Der muss viel Geld ein. Prost, Bum! Also dann, Prost! Der Bürgermeister, Prost! Prost, Prost, Prost! Na, 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 Herr Bürgermeister, noch ist nicht aller Tage Abend. Ach, verzeihen Sie bitte, junge Frau. Ich sehe, Sie haben schon Feierabend, würden Sie sich trotzdem so freundlich sein und mir sagen, zum Wolpertinger Wald. Zum Wolpertinger Wald? Ja. Ja, da gehen Sie am besten in die Richtung. In die Richtung? Ja. Haben Sie recht, schönen Dank. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Oh, ja. Es gibt sie also doch. Ich hab sie gefunden. Oh, bleib doch. Bleib doch. Jetzt sind alle weg. Alle weg? Von meiner Hamburger Familie, dass sie meinetwegen die Heiligen anrufen wollten. Aber unbedingt nötig war es nicht. Richtig schöne kleine Kapelle. Oder vielleicht doch? Sag mal, Papa, was ist denn das für eine Schnur? Das sei ja. Das ist wahrscheinlich das Glockenteil. Darf ich mal kurz ziehen? Sag mal, komm, ich zieh mal. Weiß ich nicht, das hat sicher noch lange Zeit. Kommt doch mal alle hier zusammen, da mache ich ein schönes Bild. Hier, bei Tommy? Ja, so, so ist schön. So, und jetzt tiefer, tiefer, noch tiefer, tiefer. Die Wette war noch nicht verloren. Und ich dachte überhaupt nicht daran aufzugeben. Noch war ja Zeit. Noch war ja nicht der erste Sonntag im August. Und ich hatte noch jede Menge Adressen. Also erstmal zum Königssee. Könnt ihr mal einen Moment? Tuda! Oh, ich bin ganz sicher, das war's. Bitte könnten Sie das Boot. Stell das Boot rum. Hier muss es gewesen sein. Aber ich bin ganz sicher. Kann ich Ihnen helfen? Großartig. Hier muss es sein. Endlich habe ich Glück.
Kabel raus. Oh, Entschuldigung. Verzeihen Sie bitte. Hier muss es sein. Moment, 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 Weich. Hier muss es sein. Ja, hier muss es sein. Und wenn es schon kein Wolpertinger ist, dann ist es wenigstens ein Seepertinger. Hinein damit. Petri, heil. Ja, ich wusste es. Ich hab Glück. Da? Nein. Wieder leer. Wolpertinger! So, also fangen wir mit der Probe gleich an, setzt euch nieder. Es pressiert ein bisschen, Kim, meine Herren, was ist? Also dann, nehmt euer Instrument. Also, damit wir den Herrn MDB gleich mal richtig die Marsch blasen können, packen wir einen bayerischen Defiliermarsch. Also dann. Birger, weißt du, was tust du, wenn ein anderer gewinnt? Ein Ehrlinger hat noch keiner derbleckt. Noch gar keiner, gell? Dann viel Glück. Ja. Also, 1, 2, 3, 4. Wahrscheinlich träumte der Bürgermeister schon von seinem Freibier. Und ich war immer noch unterwegs, aber immer noch kein Wolpertinger. Und der erste Sonntag im August rückte näher und näher. Oh, hey da, Frau Schennerin, ein Bier bitte. Ein herzliches Grüß Gott. Ach bitte. Ich möchte gerne einen Wolpertinger fallen. Die ganzen Fallen habe ich schon mit. Welchen Weg würden Sie denn vorschlagen? Was ist das günstigste? Vielleicht da lang? Oder vielleicht da lang? Du gehst am besten da auf. Da? Ja. Ich glaube, in diesen Landstrichen sagt man, vergelt's Gott. Ja. Servus. Servus. Und wenn ich einen finde, schreibe ich Ihnen eine Karte. Ewald, willst du unser Säufen? Ja, dein Reiseführer steht, achte die Sitten des Landes. In Bayern trinkt man nun mal aus solchen Gläsern. Na, der Reiseführer muss es ja wissen. Prost! Rohre! Ja, sag! Ah, war doch eine gute Idee von mir. Der Ausflug nach München. Hoffentlich hilft mir jetzt irgendjemand. Hallo, Eda, ist jemand vom Seilbahnpersonal in der Nähe? Hallo? Hallo, ist irgendjemand vom Seilbahnpersonal? Da könnten Sie mir behilflich sein. Sagen Sie mal, was haben denn Sie alles dabei? Was haben Sie alles dabei? Ja, was fangen Sie mal? Ja, was fangen Sie mal? Ja, was fangen Sie mal? Ja, was haben Sie denn da alles dabei? Was ist denn das? Das sind die Köder. Das sind die Köder. Für was brauchen Sie Köder? Was denn? Für was? Spezial-Wolpertinger. Ah, ja. Vorsichtig. Komm, Wolpertinger. Was soll denn das? Ja, gehen Sie halt das Ding da raus. Vorsichtig. So, und jetzt noch hier. Na, die klemmt jetzt. Stopp! Ja. Hallo, Moment, mach die doch bitte wieder auf! Nein, jetzt müssen Sie auch wieder aufhören! Mach doch wieder auf! Jetzt sehen wir meine Fallen! Ja, halt doch an! Das geht doch nicht, meine ganzen Fallen! Um Gottes Willen, nicht doch! Oh, siehst du, Eva? Was du hier siehst, das ist das schönste Theater von München. Was meinst du, wer hier alles gesessen hat? Fürsten, Präsidenten und Abgeordnete. Hm, vielleicht doch Herr Mierscheid. Ach, der ist doch mit seiner Dachsmutante unterwegs. Ach, Entschuldigung, es war nur so eine Idee von mir. König Ludwig hat hier gesessen in der Königsloge.
Zackige, der Wilde, der Hirsch, der wilde Kaiser. Und dann kommt, da ist der Großvenediger, da hinten mit. Und da ganz hinten mit dem Schnee drauf, das ist der Großglockner. Du sag mal, Hans-Günther, gibt's ja nicht im Wolpertinger Museum? Oh ja, da gehen wir hin. Ja, natürlich, das muss da hin. Oh, ja. Lass uns gucken, komm, ja, da gehen wir hin. Sein königlich-bayerisches Herz. Transplantation nur bei echten Bayern. Ja. Das ist ein echtes Wolperdinger, ja? Natürlich. Hey, guck mal, hier ist ja ein echter Wolperdinger. Da ist ein echter. Mensch, das muss ja Mirscheid wissen. Oh ja, ja. Richtig, genau. Sie haben mich tatsächlich angerufen, aber alle Spuren verliefen im Sande. Hallo, bitte, ist jemand da? Danke. Das sind Spezialfallen. Der heutige Tag war ja nun noch nicht so sehr erfolgreich. Aber morgen möchte ich wetten, beziehungsweise man muss ja auch nicht immer wetten. Aber als es dann heute Abend noch an zu regnen fing, dann... Dankeschön. Au! 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 Beide Daumen! Oh, oh, ich komm rein! Der erste Sonntag im August. Es war wie im Film. Wenn der Bürgermeister gewusst hätte, was alles noch passiert. Er hätte mich wohl schon auf dem Perron niedergeschossen. Aber ich ahnte ja auch noch nichts. Ja! Herzlich willkommen, Herr Bundestagsabgeordneter. Herr Bürgermeister. Ja, was ist denn Ihnen passiert? Ja, aber das frage ich Sie. Ach so? Bitte. Da kommt er. Was? Mit oder ohne Wolperdinger? Ohne. Ich sehe jedenfalls nichts. Es ist doch noch nicht 8 Uhr. Die Wette gilt doch bis 8. Vielleicht hat er ja noch ein Ass in der Manschette. Ein Königsseder war er hinten, an jener war er droben. Im Bayerischen Seder war er drinnen und in Windelstein war er wieder droben. Ja, und? Hat Ihnen das alles gefallen? Doch, es war ein Paradies mit Gleisanschluss. Das alles mit der Bahn, wie es geht. Respekt, sage ich. Ja, meine Herrschaften, darf ich Ihnen vorstellen, das ist der Herr MdB, Herr Mirscheid. Du, komm. Ja, damit Sie aus Bayern auch was mitnehmen, wo Sie doch Ihr Geld bei uns da lassen, gebe ich Ihnen Ihr Buch zurück mit einer persönlichen Widmung. Mit bestem Wolpertinger-Gruß. Moment, ich habe noch ein bisschen Zeit. Ich muss mal ganz schnell telefonieren. Mit Ihren Neufundländern? Nein! Der wird doch nicht etwa flüchten! Ja, was ist mit dem los? War seine Idee, das mit dem Buch und mit dem Waldfest, ausgerechnet am Bahnhof. Ja, danke, Richtig. Jetzt telegrafiert er seine Neufundländer oder an seine Kinder, damit sie mal Geld schicken. Nein, nicht mit dem Neufundländer. Mit München. Ich redete, ich flehte, ich beschwor. Ich sagte, weil es um Minuten geht, mit der Bahn habe ich noch eine Chance. Herr Mirscheid, es ist soweit. Jetzt schlägt die Stunde der Wahrheit. Naja, aber wie ich das sehe, Herr Bürgermeister, habe ich ja noch ein kleines bisschen Zeit. Aber okay, in der kurzen Zeit, da werden Sie doch keine Wolperdinger fangen. Abwarten. Der Zug war pünktlich.
Aber ob's geklappt hat? Es ist soweit. Zu früh. Jetzt ist es 8 Uhr. Die Wette ist gelaufen. Ganz richtig, die Wette ist gelaufen. Moment, Herr Bürgermeister. Ich wollte Ihnen ja auch ein Buch überreichen. Ja? Mhm. Ja, und wo ist der Wolperdinger? Seite 1018. Das ist ja ein Telefonbuch. Ich habe Ihnen ein Lesezeichen hineingelegt. Aha, da schau her. Ja? Moment. Wolperdinger. Da, wo rot unterstrichen ist. Theresia Wolperdinger. Mhm. Ja, das gibt's doch nicht. Herr Bürgermeister. Resel Wolperdinger. Ich glaube, ich stirb. Aber erst wird gefeiert. Ja. 3, 4. Tja, Herr Bürgermeister, man muss auch mal verlieren können. Also, wenn ich das in Bonn erzähle. Therese. Theresia. Theresia? Das 11. Deutsche Industriefilmforum zeichnete die Alpenträume 1987 mit dem Prädikat sehr gut aus. Das war BahnTV Zeitgeschichte für heute. Ihnen noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.